So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder ein außergewöhnliches Magazin und zwar das Was ist was Magazin Nummer 9 für 5 Euro. Mhm. Und für alle Boosterfreund-Sammler-Karten. Der Lego Jurassic World Serie 3 ist es wichtig. Schaut, was da drauf ist. Eine limitierte Karte. Die LE24. Ja, ist wieder extrem viel Kleber. Hier habt ihr die LE24. Wie gesagt, wenn ihr die Serie 3 der Lego Jurassic World Serie sammelt, hier ist die LE24, nicht, dass ihr sie hinterher nicht habt. Wo gibt es die nur? Nur auf das Was ist was Magazin oder eben im Internet teuer kaufen. Was gibt es noch dabei? Ein Krokodino-Ei. Ja, das kennen wir. Das sind ja die Eiergeschichten, wo ihr Wasser reintut und nach ein paar Tagen platzen die auf. Da kommt ein Gummi, in diesem Fall ein Gummikrokodil raus. Aber jetzt blättern wir natürlich mal in das Was ist was Magazin drin herum. Und ja, was ist was? Magazine sind schon immer wieder interessant, Wissenswertes. Aber ich boxe selten an, weil da nicht so wirklich was drauf, dran dabei ist, was man so wirklich haben könnte, brauchen. Ja. Aber wenn so eine limitierte Karte drauf ist, ist es natürlich perfekt. Und ihr seht die ganze Zeit alles verschiedene Krokodile, wie groß sie werden, wie schnell sie werden. Wissen wert ist dann. Bakugan, nee, muss man nicht haben. Hier Echsen und so weiter. Oh, die sieht ja knaller aus. Möchte ich auch nicht von gebissen werden oder gezwickt. Die beißen ja nicht. Da ist ja das Ei, wo es so rauskommt. So eine Art Gummischaum, der sich dann so aussieht. Asteroid. Und, Dino. Dann hier Merchandising. Ägypten. Pharao, Skorpio. Flamingos. Schöne Vögel. Was Altes, Rittertum. Merchandising. Merchandising. Was ist was Magazin? Das nächste. Und das war's. Also, wie gesagt, das Wichtigste für euch ist die limitierte Karte, wenn ihr sie sammelt. Dazu gibt es das Krokoeil. Ich zeige euch das mal, wie es aussieht, weil jetzt vorführen brauche ich nicht. So, das ist ja ein Bild hier hinter, seht ihr, da schlüpft es raus, aber das Papier weg. So, das ist jetzt diese Schachtel. Müsst ihr aufpassen, dass die dicht ist, von hier oben Wasser reinlassen und dann nach 2 oder 3 Tagen, ich habe es ja letztes Mal mit Dinos schon gemacht und sowas, dann platzen die auf und dann kommt so ein kleiner Krokodil raus. Naja, muss man wirklich haben? Weiß ich nicht. Muss man die haben, wenn ihr Sammler seid? Ja. Aber nichtsdestotrotz wollte es nur ein Infovideo sein. Ihr sagt mir jetzt, wie ihr das Magazin findet, wie ihr das extra findet und vor allen Dingen die limitierte Karte. Und das, ich werde natürlich irgendwas von Lego Jurassic World unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt mir jetzt alles eure Meinung und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.